schwarz, grün, rot und weiß. Rot und weiß, die weiße Krone von Ägypten. Hier sieht man so eine schöne Figur. Von dem Wiederhund und ganz den beiden Sachen. Das ist Massivia. Also Massivia. Schaut mal, und vom Fang von einer Säule hier 10 Meter. Wir brauchen 10 normale deutsche Männer, Hand um Hand, um eine Säule zu umfassen. Ich höre alles. 10 normale. Hand um Hand, um eine Säule zu umfassen. Oder 20 Japaner. Da sieht man hier, schaut mal die Farbe. Haben Sie mal den Film von James Bond gesehen? Mhm. Oder den Film von Agatha Christie? Ja. Agatha, also war hier, schaut mal. Willst du den zu holen? Wo ist denn die Karte? Bei mir. Gleich.
Ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, das war so in der Form, wie die miteinander gesprochen, also wie die Keilschriften sind. Und dann hieß es auch, Hatschepsut hat seinen ihren Baumeister beauftragt, das zu machen. Und er ist ein Baumeister, ist der Baumeister ist. Und wir haben viele Tempel also bauen lassen wegen der Steuer hier. So der Kaiser Domitian hat diesen Vorplatz also vom Tempel also gebaut. Hier bestand aus 32 Säulen, aber eine Säule fehlt hier. Ist im Nil Wasser verloren gegangen. Hier. Wir gehen auf der anderen Seite gucken. Also von einem britischen Bauingenieur heißt William Wilcox. Also Ägypten war eine britische Kolonie vom Jahre 1882 bis 1956 her. Im Jahre 1890 kam nach Ägypten der britische Bauingenieur William Wilcox und hat diesen Damm geplant. Er hat seine Pläne die ägyptische und die britische Regierung vorgelegt hier. Aber man konnte nicht den Damm bauen wegen einem militärischen Aufstand. Im Nachbarland Ägyptens im Sudan heißt Al-Mahdi Aufstand. Und Al-Mahdi war der Führer vom Sudan. Also am Ende des 19. Jahrhunderts, dann kam der britische Feldmarschall Lord Kitchener nach Ägypten im Jahre 1896 und hat einen langen Kampf gegen Al-Mahdi geführt. Ja. Am Ende hat Al-Mahdi besiegt. Ja. Hat das 2 Jahre lang gedauert. Ja. Dann im Jahre 1898 hat man mit dem Bau von diesem Damm angefangen. Die Bauarbeit hat 4 Jahre gedauert. Das heißt, am 10. Dezember 1902 hat man diesen Damm geöffnet hier. Schaut mal hier auf der rechten Seite, sieht man diese Felsen. Also an dieser Stelle war der erste Wasserfall im Nil. Also im Nil gab es 5 Wasserfälle. Also 2 in Ägypten und 3 im Sudan. Hier war der erste und der zweite in Abu Simbel hier. Und heute Nachmittag besuchen wir dieses Dorf. Schaut mal, fahren wir vom Botanischen Garten mit dem Motor bis diesem Dorf hier, heißt Suhel. Dieses Dorf entstand nach dem Bau von diesem alten Stadtdamm. Das Dorf war auf dieser Seite, auf der linken Seite. Aber als man diesen Damm gebaut, das Wasser hochgestiegen, dann die Nubien haben ihre Häuser auf der anderen Seite gebaut. Ja. Guck mal, das große Dorf hier. Die Häuser von Nubien hier aus dem Ziegel gebaut, mit Gipsfarbe. Guck mal, der Damm hat hier so eine Schleuse. Also 5 Stufen. Aber keine Schiffe fahren durch. Warum? Stadt ist eine kleine Stadt, hat ca. 3000 Einwohner. Die meisten also leben von Fischfang. Der Nazi ist so groß hier. Und gibt es also viel Fisch hier. Aber die Krokodile fressen mehr als die Hälfte. Also man sagt, heute 70% von den Fischen fressen die Krokodile hier. Darum gibt es also viele Krokodile auf der anderen Seite, also von der Stadt hier. Der Name von Abu Simbel also hat eine Bedeutung. Hier zum Beispiel sagt man Abu. Abu, das ist ein arabischer also Kittel.
Also wie von auf Deutsch bei euch. Also die Adligen, also Familien, also.